Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich zu diesem Webinar begrüßen. Dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Klinik Valenz mit Herrn Dr. Professor Jürg Kesselring, den Sie bereits im Bild sehen. Ich werde ihm dann auch gleich das Wort übergeben. Vorerst noch kurz etwas zum Programm. Da werde ich Sie kurz durchführen. Die Begrüßung, 2-3 Minuten, dann werde ich das Wort, wie erwähnt, Professor Kesselring übergeben. Das Referat wird in etwa 25 Minuten dauern und im Anschluss werde ich wieder kurz das Wort übernehmen. Dieses Webinar ist kein Live-Webinar, es ist aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben nicht wie üblich die Möglichkeit, Ihre Fragen über die Chat-Funktion zu stellen. Sie können aber jederzeit Ihre Fragen nach dem Webinar an uns richten und wir werden womöglich die Fragen auch Professor Kesselring weiterleiten. Ganz herzlichen Dank für diese Gelegenheit, heute etwas zur Geschichte der Multiplen Sklerose zu sagen. Ich finde ja immer wichtig, wenn man sich über einen aktuellen Tatbestand orientieren will, dass man sich auch dort kundig macht, was frühere Leute darüber nachgedacht haben, jetzt eben im Falle der Krankheit der Multiplen Sklerose. Viele wissen, dass ich in Valencia eine alte Tradition habe, die viele Jahrhunderte zurückgeht. Und ich selbst habe mich seit, Sie werden es gleich sehen, gut 40 Jahren mit dieser Krankheit beschäftigt. Mit der Krankheit einerseits, Multiple Sklerose, vor allem aber mit Leuten, mit Patientinnen und Patienten, Betroffenen und Angehörigen, die von dieser Krankheit eben betroffen sind. Und aus dieser Geschichte möchte ich heute einiges erzählen. Wir haben seinerzeit, das sind jetzt wohl auch schon 20 Jahre her, eine große Ausstellung gemacht zur Geschichte der Multiplen Sklerose zusammen mit der AMSL, der Aktionsgemeinschaft für Multiple Sklerose in Baden-Württemberg. Und die haben damals auf großen Posters sozusagen meine Dias aufgenommen und diese Ausstellung weltweit gezeigt. Und etwas daraus möchte ich im Folgenden darstellen, illustrieren auch und zeigen, was wir für die heutige Auffassung über diese Krankheit aus der Geschichte lernen können. Wir haben später für die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft auch einen Film gemacht über diese Zeitreise, was also in der Zeit geschehen ist an Erkenntnissen in Bezug auf die Multiple Sklerose. Das haben wir zusammen mit Peter Rickmann, einem guten Freund, gemacht. Und Sie sehen noch hier auch das Motto, das wir uns damals gestellt haben: optimistisch, zuversichtlich, dass eines Tages die Multiple Sklerose besiegt sein wird und wir hoffentlich vorbeugend gegen sie impfen können. Das ist leider noch nicht so weit, ich gebe es zu, aber wir sind auf diesem Weg und ich kann immerhin im Rückblick auf 40 Jahre eigener Erfahrung sagen, wir sind schon weitergekommen, aber leider noch nicht dort, wo wir sein wollten, nämlich die Krankheit besiegt zu haben. Ich habe immer gesagt, die Abkürzung MS, das gilt für die Pathologie, für das, was ich nachher auch beschreiben werde. Das heißt Multiple Sklerose, also eine Verhärtung im Gewebe an verschiedenen Stellen. Das ist die Abkürzung MS. Aber für die Betroffenen und oft auch für ihre Angehörigen und auch für uns, die wir uns um solche Patientinnen und Patienten kümmern, würde man es eigentlich besser abkürzen mit MU. Denn das ist, was so schwierig ist, diese maligne Ungewissheit, dass man eben oft nicht weiß, wie der Tag verlaufen wird, dass man am Anfang des Jahres nicht weiß,
wie das Jahr verlaufen wird etc. Ich gebe zu, das gilt für uns alle ja auch, aber mit einer MS ist diese Ungewissheit noch akzentuierter. Und ich habe immer in Bezug auf das Coping, also darauf, wie man umgeht mit so einer Krankheit, betont, man sollte das, die Abkürzung MS verstehen als mehr Selbstvertrauen. Und mehr Selbstvertrauen ist etwas, was für uns alle wichtig ist. Da sind nicht die Patientinnen und Patienten anders als wir. Denn Selbstvertrauen heißt ja nicht, dass man sich besser fühlt als irgendjemand anders, sondern dass man auch Vertrauen hat in seine eigenen Kräfte. Und dazu gehören auch die Abwehrkräfte, die wir haben, um mit einer Bedrohung von außen, das können wir jetzt im Fall von dieser Coronavirus-Erkrankung genau wieder studieren, dass wir auch Abwehrkräfte im Innern haben. Und für uns als Gesellschaft habe ich immer betont, MS ist ganz wichtig und habe das ausgedeutscht als mehr Sympathie, dass wir eben mehr mit diesen Betroffenen zusammen machen und zusammen sind und in der Politik weitergehend als mehr Support, mehr Unterstützung. Das sind meine Kürzel MS und MU. Nun zur Geschichte. Es wird immer wieder behauptet, diese Nonne Lidwina von Schiedam in Holland, die hätte vielleicht im 14. Jahrhundert schon an einer MS gelitten. Ich zweifle daran, ich glaube es eigentlich nicht, denn wenn ich ihre Geschichte studiert habe, da finde ich, dass sie im Februar 1395 einmal beim Eislaufen, stellen Sie sich vor, gestürzt ist, Rippenbruch erlitten hat und danach Probleme beim Laufen hatte. Es ist beschrieben, sie habe ein schräges Gesicht gehabt, hängende Lippen, sei blind gewesen, lichtempfindlich und habe dann große Wunden, Gefühlsstörungen, Schluckprobleme gehabt. Das sind schon auch Symptome, wie sie bei der MS vorkommen können. Aber bei dieser heiligen Nonne ist das alles nach einem Unfall aufgetreten und die Symptome, die sie hatte, kann man ohne weiteres als Folgeerscheinungen dieses Sturzes beim Eislaufen verstehen. Aber ein anderer Herr aus der Geschichte, da glaube ich selber auch, der hatte eine MS. Das ist ein Cousin von der Queen Victoria in England, Augustus Frederick d'Este. Der hat ein sehr sorgfältiges Tagebuch geschrieben über seine Zeit. Er war 1794 geboren und beschreibt 1822 einen plötzlichen Verlust des Sehens. Und interessanterweise beschreibt er eine große psychische Belastung in diesem Zusammenhang, nämlich er hat diese Erblindung erfahren an der Beerdigung oder nach der Beerdigung eines nahen Verwandten, was ihm sehr nahe gegangen ist. 5 Jahre später, die Sehstörung hatte sich wieder erholt, war er an beiden Beinen gelähmt. Wieder hat sich das erholt, aber 3 Jahre später sehr heftige Schmerzen. Er hatte Probleme beim Wasserlösen. Später Stuhl konnte er nicht behalten, war impotent, hat das auch so beschrieben. Dann wieder mehrere Jahre später Missempfindungen entlang des Rückens, Schwindel, Kraftverlust. Diese Schilderung würden wir heute als Ausdruck von Schüben bezeichnen am Sehnerven, am Rückenmark, unten am Blasensteuerungszentrum etc. Das könnten wir als MS bezeichnen. Ich komme darauf zurück. Aber wahrscheinlich ist dieser Herr einer der ersten Patienten, von denen wir annehmen, dass sie eine MS hatten. Was lernen wir jetzt aus so einem Fall? Vor mittlerweile 50 Jahren gut
hat ein Lehrer von mir, der später sehr berühmte Professor Ian MacDonald, dann ist ein guter Freund geworden, eine Technik entwickelt mit seinen Kollegen, die erlaubt, diesen Verlust des Sehens besser zu messen. Und das nennt man die visuell evozierten Potenziale. Sie können sich das so vorstellen, man schaut, wie schnell der Sehnerv leiten kann und kann das messen in Form einer solchen Kurve, wo man ohne den Patienten zu belasten diese Geschwindigkeit messen kann. Also bis diese Schwankung da auftritt, links wäre das der Normalfall und rechts der Fall von einem solchen Sehverlust, wir sagen dem eine Sehnervenentzündung, Opticus neuritis, wo diese schöne Kurve, bei der, wie sie beim Normalen vorkommt, eben abgeflacht ist und sozusagen die Leitung auf diesem Kabel des Sehnerven langsamer erfolgt. Das war ein großes technisches ein Durchbruch in der technischen Erfassung der multiplen Sklerose, die eben dieser Ian MacDonald durchgeführt hat. Ich zeige dieses Bild von ihm gern, weil er eben mein Lehrer und später guter Freund war. Und beim ersten Buch, von wo er beteiligt war, das ich gelesen habe zur multiple Sklerose-Forschung, kann ich sehen, dass es offenbar schon 40 Jahre her ist, dass ich mich damit befasst habe. Aber ich habe immer unterscheiden können zwischen dem Interesse, das ich hatte an der Krankheit, diese besser zu verstehen, und auf der anderen Seite die Leute, die mit dieser Krankheit zurechtkommen müssen, besser zu verstehen. Das war immer mein Anliegen. Wir haben dann diese Messung der Verlangsamung der Leitung in den Nerven bei der multiplen Sklerose auch später messen gelernt, mit Hilfe von Freunden aus Bern und aus Genf, komplizierte Messmethoden. Und wir wollten schauen, ob diese Messungen der Leitfähigkeit der Nerven sich unterscheidet, wenn sozusagen der Körper etwas abgekühlt wird. Und die Patienten bei uns waren so nett, dass sie sich für so ein Experiment zur Verfügung gestellt haben und sich für 15 Minuten in kaltes Wasser gelegt haben. Und wir konnten tatsächlich zeigen, dass mit dieser Methode, die wir eben aus der Geschichte gelernt haben, die Leitfähigkeit dieser Nerven tatsächlich verbessern konnten. Daraufhin haben wir das beschrieben, eben wieder ein geschichtliches Phänomen, das nach einem Berliner Augenarzt benannt worden ist, Uthoff-Phänomen, diese Verlangsamung der Leitung bei Überhitzung. Und daraufhin haben wir mit Kollegen von der EMPA solche Kühlhosen konstruiert, die eben erlaubt haben, die Körpertemperatur etwas zu senken und damit die Leitfähigkeit zu verbessern. Das Modernere sieht jetzt so aus, die Kleider können unter dem normalen Anzug getragen werden und verbessern schon einiges von der Funktion. Dies nur als Illustration, was man gelernt hat, aus dem, was man aus der Geschichte weiß, für die Anwendung der heutigen Patienten. Dann haben wir bei diesem Beispiel vom Augustus Deste gesehen, dass er unter einem besonderen psychischen Stress gestanden hat bei der Beerdigung seines Verwandten. Und tatsächlich hat man immer wieder über einen Zusammenhang zwischen MS und Stress diskutiert. Es ist sicher so, dass Stress nicht die MS einfach auslöst. Also MS ist nicht eine psychosomatische Krankheit, aber, da bin ich überzeugt, Stress kann das Immunsystem, das auch das Nervensystem steuert, beeinflussen. Und darum muss man unbedingt lernen,
mit solchen schwierigen Situationen, die zu Stress führen, besser umzugehen. Das hat schon Charcot beschrieben, der französische Neurologe im vorletzten Jahrhundert, der einen solchen Zusammenhang eben als wahrscheinlich annahm, ich glaube zu Recht. Und wir sehen in neueren Studien, dass tatsächlich viele zeigen können, dass Stress ein Belastungsfaktor bei der multiplen Sklerose ist. Dass also ein Zusammenhang zwischen stressigen Lebenserfahrungen und Schüben bestehen kann. Aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Ursache. Aber das ist auch etwas, was wir wieder gelernt haben aus der Beobachtung des Einzelfalles, auch wenn der viele Jahrzehnte zurückliegt. Wir haben bei diesem Patienten von vorher, vor vielen Jahrzehnten, gesehen, wie sein Krankheitsverlauf war. Und jetzt, gegen Ende seines Tagebuches, lernen wir, dass er Gleichgewichtsprobleme hatte. Er musste einen Rollstuhl brauchen und stellen Sie sich vor, im London des 19. Jahrhunderts mit diesen unebenen Straßen einen Rollstuhl zu brauchen. Aber das hat mich immer gerührt. 2 Jahre vor seinem Tod schreibt er als letzten Eintrag in sein Tagebuch eine eindeutige Verbesserung, Dank sei dem Allmächtigen. Solche Verläufe kennen wir. Betroffene kennen verschiedene Auf- und Abs in ihrer Krankheit und wir begleiten sie dabei. Eine andere berühmte Patientin war die Cellistin Jacqueline Dupré, eine ganz große Musikerin, die auch an Multipler Sklerose erkrankt ist und nachher nicht mehr spielen konnte. Nach ihr ist eine Rose benannt, die so schön beschrieben ist. In jener Zeit, als Augustus d'Este lebte, hat man erstmals auch Gewebe untersucht und dann die Krankheit MS auf der Gewebeebene beschrieben. Einer war der Schotte Robert Carswell, der diese Veränderung, diese Plaques am Gewebe beschrieben hat. Der wurde später ein Richter in London, war aber als junger Mann in Paris, interessanterweise. Vielleicht wirklich hat ein Schotte als erster an einem französischen Patienten die Krankheit beschrieben. Ein anderer Pathologe, Cuvelier, hat das sehr ähnlich gemacht, eindrückliche Bilder vom Gehirn, wo man diese Veränderungen in Form der dem, was wir Plaque nennen oder Herde, sehen kann. Wenn man das Gewebe noch feiner untersucht, also unter dem Mikroskop, sieht man eben die Auflösung von den Hüllschichten um das Myelin, die Hüllschicht um die Kabel herum, um diese Axonkabel. Das war schon vor mehr als 100 Jahren beschrieben und erst viel später, als dann auch farbige Bilder möglich waren, ist das besser bekannt geworden. Aber die Kenner der Materie wie Hans Lassmann und seine Mitarbeiter haben das schon sehr früh beschrieben. Ich habe Jean-Martin Charcot schon erwähnt, den Neurologen, später sehr berühmt an der Salpêtrière in Paris, der gesagt hat, typisch für die MS seien Doppelbilder, Gleichgewichtsstörungen und undeutliches Sprechen. Er hat das bei seiner eigenen Haushälterin beobachtet, die an dieser Krankheit gelitten hat. Mich hat immer interessiert, dass Charcot dieser Krankheit MS den Namen gegeben hat. Für lange Zeit hat man Charcot-Krankheit genannt, obwohl er selber nur, glaube ich, 43 Patienten gesehen hat, wo wir heute doch in einer Klinik Hunderte oder Tausende Patienten sehen können. Auch er hat diese Veränderungen im Gewebe beschrieben, diese Flecken, die dann später so benannt wurden. Wenn man es noch genauer anschaut, aber ich gehe nicht in zu viele Einzelheiten, so ist faszinierend, dass ein Doktorand von
Sarko, der später berühmte Joseph Babinski oder Babanski, ein polnischer Arzt in Paris, diese Veränderungen im Gewebe noch genauer beschrieben hat. Und die Kenner sagen uns, dass die meisten Bestandteile der Veränderungen bei der MS schon von ihm in dieser Art beschrieben worden sind. In der Schweiz gab es auch geschichtliche Bezüge zur multiplen Sklerose, aber nicht jetzt im Bereich des Gewebes, sondern im Bereich der Häufigkeit. Da waren diese Ärzte aus Basel, die vor gut 100 Jahren die Häufigkeit der MS beschrieben haben und gezeigt, dass sie im Norden auch schon in unserem kleinen Land häufiger vorkommt als im Süden. Und das gilt auch für ganz Europa und es gilt auch für die Welt. Jedenfalls so, dass wir sagen können, zusammenfassend, die MS ist selten im Bereich des Äquators und auf beiden Hälften der Hemisphären nimmt sie gegen den Pol hin zu. Wir haben seinerzeit zusammen mit Dr. Beer auch wieder eine Untersuchung der Häufigkeit der MS in der Schweiz gemacht und sind dort dazugekommen von einer Prävalenzhäufigkeit von 110 auf 100.000 auszugehen. Das war eben im Kanton Bern, aber das haben wir übertragen auf die Schweiz und haben gesagt, also einer auf 900, das ist also häufig, und fast doppelt so viele Frauen als Männer. Es ist schwierig bei einer Krankheit, die nicht abrupt beginnt, sondern schleichend, zu bestimmen, wie viele Neuerkrankungen es gibt. Dem sagt man Inzidenz. Und wir haben etwas kompliziert gerechnet und kommen auf 4 bis 6 neue Fälle von MS pro 100.000 Einwohner pro Jahr und übertragen das also etwa eine neue Erkrankung jedes Jahr. Diese Zahlen sind jetzt natürlich nicht mehr die neuesten und deshalb haben wir eben von der MS-Gesellschaft unterstützt das MS-Register gebaut, an dem neue Zahlen erhoben werden. Und ich möchte immer wieder auch Reklame für dieses Register machen, dass man sich meldet, weil wir hier Daten bekommen über die Betroffenen selbst, die sind völlig anonym, da ist also keine Datenschutzverletzung dabei, damit wir die Krankheit aus der Sicht der Betroffenen besser verstehen können. Wir möchten also verstehen, wie viele Patienten es gibt in der Schweiz, wie der Schweregrad ist, welches die Hauptprobleme der Betroffenen sind, damit wir die Therapien anpassen können. Wir haben schon Daten von über 2200 Betroffenen, viele befragt, immer wieder melden sich Leute, das ist ganz wichtig. Und wir haben schon einiges daraus gelernt. Sie haben vorher gesehen, wir haben gesehen, in der Schweiz haben wir mehr Patienten, als wir noch früher angenommen hatten. Wahrscheinlich etwa 180 pro 100.000 Einwohner, deutlich mehr Frauen als Männer. Diese Zahlen werden weiter ausgewertet und in Publikationen öffentlich dargelegt, damit alle daran sich orientieren können. Ein anderer geschichtlicher Aspekt der Multiplen Sklerose kommt von der Weltgesundheitsorganisation WHO, wo ich für einige Jahre die Arbeitsgruppe MS leiten durfte. Und wir haben damals gesagt, wir wollen uns nicht nur um das Gewebe kümmern und uns interessieren, wie die Funktionen sind, sondern was die Patienten, die Betroffenen trotz dieser Krankheit an Aktivitäten leisten können und wie sie am Sozialleben teilnehmen. Das ist die Participation. Und es ist jedem klar, dass dafür Faktoren aus der Umwelt, also die
Freunde, die Familie, die Arbeitsbedingungen eine Rolle spielen und natürlich auch persönliche Faktoren, also wie man aufgewachsen ist, welche Ausbildung man hat, wie man umgeht mit schwierigen Situationen und so weiter. Das ist, was uns mehr interessiert hat. Und später haben wir das dann noch in einer großen internationalen Gruppe aus der ganzen Welt genauer analysiert. Und seither ist es verbindlich, wie man diese Funktionsweisen trotz MS beschreibt. Denn wir sind ja immer interessiert an der Ursache, die Ursache zu klären. Und wir wissen mit Sicherheit, MS ist nicht einfach eine vererbte Krankheit, eine Erbkrankheit. Das Erbgut spielt wohl eine gewisse Rolle, aber relativ eine kleine im Vergleich zu den Faktoren aus der Umwelt. Und diese möchten wir besser verstehen und darum auch dieses Register, das uns auch etwas weitere Informationen geben wird über den Einfluss der Kinderkrankheit. Aber das wäre ein eigenes Webinar wert, dass wir über diese ursächlichen Faktoren der MS sprechen würden. Noch ein anderer Aspekt aus der Geschichte. Wir wissen, die MS ist eine Entzündungskrankheit und haben darum immer auch Entzündungsfaktoren im Blut oder eben im Liquor gesucht. Und mich hat immer beschäftigt, dass ich mir bewusst sein wollte, dass wenn wir eine solche Lumbalpunktion machen, dass wir uns immer bewusst sind, wie das Leben anders aussieht, ob wir an der stumpfen Seite der Nadel stehen oder an der spitzen Seite. Und dass wir als Betreuer uns immer versuchen sollten, in die Situation der Betroffenen hineinzuversetzen. Hier nur ein Beispiel, wie wir Liquor, diese Nervenflüssigkeit gewinnen, um sie dann zu untersuchen im Hinblick auf Entzündungsparameter. Ich war dann von Anfang an dabei und fasziniert, dass man mit MRI oder NMR, wie es damals hieß, Kernspintomographie, diese Läsionen, die wir vorher beschrieben gesehen haben im Gewebe, dass man die auch nachweisen kann. Und wir haben mit Freunden mehrere Bücher damals geschrieben, die eben geholfen haben, die Bedeutung der Magnetresonanz bei der Multiplen Sklerose besser zu verstehen. Wir hatten ja, als ich begonnen habe, mit der MS mich zu beschäftigen, wir hatten nichts an Therapien, außer vielleicht etwas Cortison, aber das ist zu wenig. Und dann hatten wir in der Schweizerischen MS-Gesellschaft 1984, stellen Sie sich vor, einen ersten Kongress organisiert, wo Immuntherapie der Multiple Sklerose das Thema war. Und wir haben gesagt, was ist der heutige Stand und was sind die Zukunftsaussichten? Man hat damals dann nach wenigen Jahren, 1993, die Beta-Interferone bekommen nach guten Studien, die gezeigt haben, dass eine gewisse Wirkung auf die Verminderung der Schubhäufigkeit möglich ist. Das war ein großer Fortschritt, aber leider überhaupt noch nicht die Lösung des Problems. Wir wissen, bei der MS haben wir verschiedene Möglichkeiten der Behandlung. Wir können den Schub behandeln, wir können die Symptome behandeln, wie Spastik, Blasenstörungen, Schmerz. Und wir haben Immunmodulation, eben die Beeinflussung des Immunsystems mit ganz verschiedenen Medikamenten. Und natürlich habe ich eine gewisse Voreingenommenheit als Rehabilitationsneurologe. Ich bin weiterhin überzeugt, dass die Neurorehabilitation in der Behandlung der Multiplen Sklerose besonders wichtig ist.
Ich gehe nicht auf die einzelnen Möglichkeiten der Behandlung ein, nur zu sagen, wie wir diese geschichtliche Entwicklung verfolgen konnten. Heute sind die aktuellen Therapien bei der MS ganz unübersichtlich und es ist darum wichtig, dass wirklich Spezialisten sich vertiefen in die Möglichkeiten und immer auch sich austauschen mit den Kennern dieser Materie. Wir sind ja überzeugt, dass Rehabilitation wichtig ist und dass die Grundlage der Rehabilitation, aber das gilt für uns alle, die Resilienz ist. Ich hatte schon einmal Gelegenheit, von der MS-Gesellschaft aus ein Webinar zu gestalten zum Thema der Resilienz und möchte deshalb hier nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, es ist ohnehin richtig, dass wir jetzt dieses Webinar zur Geschichte abschließen. Wir haben gesehen, es gibt eine interessante Geschichte dieser Krankheit. Wir haben schon viel gelernt, aber leider sind wir halt noch immer nicht dort, wo wir sein möchten, nämlich, dass wir die Möglichkeit hätten, dieser Krankheit vorzubeugen, zum Beispiel durch eine Impfung. Oder sie therapeutisch so anzugehen, dass man sie verhindern kann. Ich werde gerne bei weiterer Gelegenheit darauf wieder eingehen, falls solche Webinare gewünscht sind. Aber für heute lassen wir es einmal genug sein, damit wir sie eben auch nicht in eine Müdigkeit hineintreiben. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Ich bedanke mich besonders auch bei der Schweizerischen MS-Gesellschaft und den Helferinnen und Helfern dort, die mir das ermöglicht haben. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank, dass du dabei warst und wir diesen geschichtlichen Exkurs mit dir machen durften. Recht herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir dich bald wieder bei uns in einem Webinar oder vielleicht so bald wie möglich auch wieder an einer Veranstaltung begrüßen dürfen. Vielen Dank, Jürg. Sehr gern, danke. Ja, liebe Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und möchte auch nochmals darauf hinweisen, wenn Sie Fragen haben zu diesem aktuellen Webinar, so melden Sie sich bitte bei uns über die Infoline. Wir werden die Fragen auch sehr gerne Herrn Professor Kesselring weiterleiten. Dann ist es so, dass wir zurzeit sehr viele Webinare werden aufschalten. Einerseits aufgezeichnete Webinare wie dieses hier, aber wir werden auch weiterhin Live-Webinare anbieten. Sie haben über unsere Webseite immer die Möglichkeit, die neuesten Webinare anzusehen. Alle Webinare werden aufgezeichnet, also auch das Webinar, das Herr Professor Kesselring vorher erwähnt hat zum Thema Resilienz, würden Sie auch finden auf unserem YouTube-Kanal oder über unsere Webseite. Ja, an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank, waren Sie mit dabei und ich verabschiede mich an dieser Stelle auch bei Ihnen. Dankeschön und auf Wiedersehen.